Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Da ist mein Tu mal Kaffee. die Kapuze Es ist runter! kalt! Nein, es ist nicht wie so ein. Ich habe mir das voll zur Gewohnheit immer gemacht. Wie ein Ich laufe im Gangster, Winter. hey, ohne Witz und Haken, immer ein Kapuzenpulli an. Weißt du, wie bequem, also warm das ist? Ich finde das voll kuschelig. Dann so innen. Ja, ist echt so. Naja, also Hakan trinkt seinen Kaffee, er ist gerade erst aufgewacht. Ich bin schon ein bisschen länger wach. Heute haben wir sehr viel zum Tun, muss genau. ich sagen. Aber unser Tag beginnt natürlich erstmal mit einem Frühstück. Ich bin gerade dabei, es herzurichten, deswegen trink du jetzt mal deinen Kaffee zu Ende. Komm jetzt, zack, zack, wir haben eine Ewigkeit hier. Und ich zeige euch jetzt ein leckeres Frühstücksrezept. Vielleicht kennen das ja einige unter euch schon, es nennt sich Bauernfrühstück. Ich habe es aber bis vor einem halben Jahr nicht gekannt. Ich habe es zufällig auf Pinterest entdeckt und seitdem ist es unser absolutes Frühstücksfavorit. Man braucht dafür eine Zwiebel. Ich nehme immer eine rote, aber ihr könnt genauso Frühlingszwiebeln oder auch eine normale Zwiebel nehmen. Dann gekochte Kartoffeln. Ich habe die noch von gestern über, deswegen nehme ich die jetzt einfach. Immer wenn ich Kartoffeln über habe, mache ich am nächsten Tag Bauernfrühstück. Und Eier. Also die Menge, ich weiß jetzt nicht, ist euch überlassen. Ich verwende jetzt einfach so viel. Und dann verwende ich noch Putenschinken. Ihr könnt aber jeglichen Schinken oder Pastirma für die Türken auch benutzen. Diesen Putenschinken gibt es übrigens bei Norma. Als allererstes schnibbeln wir mal die Zwiebeln in Würfel und braten die erstmal an. So, während die Zwiebeln anbraten, schäle ich jetzt noch die Kartoffeln und schneide die dann in Scheiben. Wenn die Zwiebeln glasig geworden sind, dann geben wir einfach die Kartoffeln hinzu und braten die so ein bisschen mit an. Und jetzt schneiden wir die Putenschinken in Stücke und braten sie ebenfalls mit an. Bisher sieht das Ganze so aus. Das wird jetzt noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und zum Schluss kommen dann noch die Eier rein. Und unser Frühstück ist ready. Und übrigens sieht so dann das Bauernfrühstück aus. Sie schmeckt richtig geil, Mann. Genau, schmeckt richtig so geil. Geil. So, Leute, also Frühstück zu Ende. Es war wirklich lecker, muss ich sagen. Ilkay, hiermit ein großes Dankeschön an dich. Unsere erste Aufgabe für heute lautet, erstmal diese Reifen und Felgen in die Werkstatt zu bringen. Die Werkstatt ist zum Glück nicht weit weg, gleich hier um die Ecke, eigentlich keine 200 Meter. Aber ich muss trotzdem zweimal fahren. Die Ike hat jetzt gesagt, dass sie keinen Bock hat, also hilfst du mir jetzt beim Beladen. Ja. Ich bring's dorthin, lad's aus und danach komme ich wieder und dann wieder ausladen, dann fertig mal und dann auf geht's in die Stadt. So, und wenn Hakan die Reifen wegbringt, mache ich mich schon mal fertig, beziehungsweise ich habe mich jetzt gerade mal geschminkt und jetzt fehlen nur noch meine Haare. Ich weiß auch schon, was ich anziehe. Ah, und Hakan holt die restliche Ladung gerade nochmal ab. Hä? Bist du gleich fertig? Was machst du? Ich mach mich fertig. Genau, also Hakan holt jetzt noch, er ist ja jetzt doch auf dreimal gefahren, weil es nicht ins Auto gepasst hat. Gott sei Dank ist die Werkstatt nicht so weit weg. Genau, ich muss jetzt nur noch meine Haare machen, mich anziehen und dann bin ich fertig. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Haare geföhnt. Ich glätze ja schon mega lang nicht mehr. Ich finde einfach, wenn man sie föhnt, dann fühlen sich die Haare viel gesünder an und man hat einfach mehr Volumen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich meine Haare glatt lassen soll oder ob ich mir ein paar Locken reinmachen soll mit dem Lockenstab. Hakan findet zurzeit die Locken mega schön. Deswegen habe ich, glaube ich, gefühlt die letzten 2 Monate nur noch Locken reingemacht. Aber ich glaube, ich lasse heute meine Haare mal wieder glatt. Ich hatte sie mega lang, nämlich nicht mehr glatt. Und ich finde, irgendwie kommt dann meine Haarfarbe viel schöner zur Geltung, oder? Was meint ihr? So, Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind beide fertig und sitzen in unserem Auto. Vorsicht. Hey, hey, hey. Ja. Wir gehen jetzt erstmal Spielzeug kaufen. Und zwar wurde Hakans Cousine operiert. Deswegen dachten wir uns, wir gehen sie heute ganz kurz besuchen. Und damit wir ihr eine kleine Freude machen können. Ich suche jetzt jedes Kind. Nehmen wir ihr was Kleines mit. Hast du Red Bull geholt? Oh, vergessen. So, und hier haben wir unser Geschenk. Schaut mal, eine kleine Barbie-Meerjungfrau.
Hier habe ich ein wichtiges Gadget. Das war voll wichtig. Heute nach der Arbeit war die Katastrophe los. Ich habe 5 Minuten im Auto warten müssen. Scheibenenteisen. Alter, das ist Hakan ist nämlich kratzfaul. Ich bin echt kratzfaul. Ich tue das einfach draufschütteln, einmal Scheibenwischer. Tschüss. Aber ohne Witz, holt euch das auch. Das ist so genial. Ja, das kennen bestimmt voll viele Leute. Ja, aber denen, die es nicht kennen. Der fährt in die Baustelle rein. Ich glaube, der spinnt. So, und von zu Hause habe ich mir jetzt noch so eine kleine Geschenktüte geholt. Ich hoffe, die Barbe passt hier rein. Tada! Ich bin manchmal schon sehr kreativ, muss ich sagen. So, meine Lieben, wir sind jetzt da. Eigentlich wollten wir auf dem Weg nach Hakans Oma abholen, damit sie unser neues Auto sehen kann und dass wir sie auch gleich mitfahren können, dass die Arme nicht laufen muss. Aber sie war gar nicht zu Hause. Immer wenn wir eine gute Tat vollbringen wollen, irgendwie funktioniert es nicht. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe hier jetzt mal ein Geschenk und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los. Ich hoffe, Hadidje freut sich. Was denkst du von einer Skala von 1 bis 10? 9. Schau mal, was sie für dich haben. Sicher, die hat fast nichts gehört. Ding. Beenden wir. Sag mal Dankeschön, Ilka, aber das sind ja. Chokmo, schnell gibt der Asma. Chokmo, schaut mal, die süße Silia. Die merkt bei, dass ich sie aufnehme, wie sie in die Kamera guckt. Merkst du, dass sie aufgenommen ist? Merkst du, dass sie aufgenommen ist? Celia, hallo. Schau mal, sie checkt sofort, dass da die Kamera ist. Die schaut schon die ganze Zeit. Celia, hallo. Die hat das sogar gestern hallo. Geschafft, die Schwester kommen ins Zimmer. Und wollte den Nagel ziehen. Ja, Sanita böyle Kinofilmine bakıyormuş gibi. Ha, nasıl böyle? Zeliha! Miley? O da Hakan. Hakan? O da Miley. Ich glaube, die mag Miley. Gel? Nein. Gel? Nein. Gel, kuşum. Machen wir mal den Test. Machen wir mal den Test. Mach du mal. Böyle sünger gibi düşün bunları. Şişiyor, nasıl bırakamıyor? Alter, dich beachtet sie null. So, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder zu Hause angekommen. Schau mal, die ist wie ein kleines Kind. Ich muss aufs Klo. Toilette. Und jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen richtigen Hunger. Mal schauen, was bei Frau Ilke heute so im Menü gibt. Schaut mal, was Hakan macht. Er hat einfach ein Katzenvideo angemacht und will hören, ob Nala darauf reagiert. Nala, ist das scheißegal. Ich schwöre, dir ist das scheißegal. Die denkt sich, ich will mit keiner Katze was zu tun haben. Er läuft einfach wieder mit Kapuze rum. Als hätte es hier Ding minus Alter, 20 Grad. Weißt du, schaut mal, ich habe die Heizung schon auf 5 gedreht. Weißt du, wie kuschelig das ist? Ich fühle mich wieder richtig geborgen. Hakan ärgert heute den ganzen Tag Nala. So, Leute, bei uns gibt es für Hakan die Reste von gestern, also chinesisch, und ich habe mir Nudeln gemacht, aber irgendwie habe ich die Menge voll unterschätzt, es ist voll wenig. Man mag nicht. Aus, keine Ahnung, ich kann Nudeln nie einschätzen, ohne Witz, das waren 3 so Knollen. Willst du nur Nudeln essen? Ja. Warum? Weiß ich nicht. So, Leute, wir machen hier kurz eine Kuschelpause, bevor es mit unserem Vlog dann weitergeht. Hallöchen Leute, da melden wir uns wieder zurück. Wieder topfit. Hakan muss jetzt bleib leider aufstehen, ist Fitness-Supplements. Hakan muss jetzt in 20 Minuten leider los in die Arbeit. Aber davor wollte ich euch noch eine mega coole Nachricht bzw. Neuigkeit verkünden. Und zwar plane ich eine riesen Überraschung für meine Omi in der Türkei. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber Hakan wird im Februar mit seinem Cousin... Das war meine Idee. Ja, verkauf bitte nicht als deine Idee. Ja, was wirklich. Der wird im Februar mit seinem Freund und seinem Cousin in die Türkei fliegen, ein Fußballspiel anschauen von Galatasaray und Fenerbahce in Istanbul. Und meine Heimatstadt ist hier gar nicht so weit weg von Istanbul. Da meinte Hakan, bevor du jetzt alleine hier in Deutschland bleibst, geh doch einfach auch mit einer Freundin in den Urlaub oder besuch deine Omi. Jetzt haben wir uns gedacht, wir überraschen meine Oma einfach, wir kaufen jetzt das Ticket. Aber Schatz, ich weiß nicht, sollen wir es ihr gleich sagen oder soll ich einfach mit meiner Tante das absprechen
und dann einfach vor ihrer Tür stehen. Wäre doch noch witziger. Oh, jetzt wäre noch witziger. Ja, ich glaube, so machen wir es. Genau. Ja, wir müssen jetzt nur noch nach günstigen Tickets schauen, beziehungsweise, was heißt günstig, wir werden es jetzt so oder so buchen. Hakan hat sein Ticket schon. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, aber schauen wir morgen. Okay, schauen wir morgen. Morgen, nach der Werbung. Genau, Hakan hat sein Ticket schon. Wann hast du es gekauft? Ich glaube, er hat schon vor drei Wochen, zwei Wochen gekauft. Die Idee mit der Überraschung ist uns erst heute gekommen. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall so machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Übrigens, für die Leute, die immer wieder fragen, wo wir unsere Tickets denn kaufen, es kommt ganz drauf an. Also wir versuchen echt immer, das günstigste Ticket zu ergattern. Wir surfen so viel im Internet und suchen auf allen Seiten, vergleichen wirklich auf allen Seiten und dann kaufen wir. Also wir schauen immer als erstes bei den Airlines direkt, also sei es Turkish Airlines oder Pegasus. Und dann schauen wir nochmal auf Momondo, auf Idealo und auf Check24. Und dann schauen wir halt, je nachdem, wo es dann am billigsten ist, kaufen wir die Flüge und so würde ich es auch jedem empfehlen. Also bisher ist wirklich noch nie was schief gegangen. Viele haben immer gesagt, auf Momondo, das ist so eine unseriöse Seite. Da weiß man nie, ob man zu 100% die Tickets erhält. Aber ich muss sagen, also ich will jetzt nichts herbeibeschwören, aber bisher, toi toi toi, ist wirklich noch nie was passiert. Wir haben bisher immer unsere Tickets erhalten und wir durften bisher immer fliegen. So Leute, Hakan muss jetzt in die Arbeit. Ich fahre ihn heute ausnahmsweise. Meine Augen sind voll rot irgendwie. Nimm noch deine Tropfen mit. Nö. Ich fahre heute Hakan ausnahmsweise mal in die Arbeit, weil ich das Auto brauche. Ich werde jetzt nämlich noch zu Edda gehen, Kaffee trinken und ratschen. Ratsch. So Leute, also ich bin jetzt bei Edda eigentlich schon viel, viel länger. Es ist mittlerweile 20 vor 1. Hallo. Schaut mal, sie hat Tee gekocht. Und wisst ihr, was das Geilste sind? Hier sind Spekulatius und ich liebe es, die Spekulatius in Tee oder Milch zu tunken. Es gibt nichts Leckeres. So, meine Lieben, ich bin jetzt endlich zu Hause. Es ist gleich 2 Uhr. Ich war wirklich so lange dort. Ich bin um 9 Uhr dort gewesen und ja, jetzt ist es 2. Ich glaube, ich hatte lange keinen Tag mehr, wo ich wirklich mit jemandem so lang geredet habe. Aber es war so schön, wirklich. Wir haben über alles Mögliche geredet, wirklich über alles. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall richtig, richtig müde und hoffe, dass euch unser Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Daumen da. Für alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!